Herr General, darf ich den Tee servieren? Ach ja, mein Tee. Der Nachfrage, Herr General. Nein, besonders warm ist mir nicht. Verstehe. Mir gefällt der Platz auch nicht. Aber ich bin froh, dass ich Sie überhaupt erwischt habe. Jetzt zwinge ich Sie zur Entscheidung. Jetzt und hier. Jawohl, Herr General. Ende. Sie haben mitgehört, meine Herren. Unsere Vorausabteilung hat die Partisanenverbände soeben gestellt. Der Widerstand verstärkt sich. Das bedeutet für uns, alles nach vorn. Sie übernehmen die Spitze. Ja, ich weiß, was Sie sagen wollen. Schnee, Eis, Sturm. Haben Sie ein Glück, dass es nicht Scheiße regnet. Nado, instrumente. Instrumente, Nado! Šta ti je? Vatre. Vatre. Zima mi je. Zima mi je. Zima mi. Nado! Nado! Recite da je u šišeju. Doktorice, možete li da mi ne režete nogu?
Ne nogu, doktorice, ne nogu. Ona mora stići do plavog izvora. Idi, Nikola. Odlazi. Žurimo, daj. Ajmo, spustite. Amigo. Polako. Piano. Piano. Sì. Sì. Nicola. Cago si lieva. Divina. Divina. Zagra. Haubitzen liegen schon wieder zu weit links. Sagen Sie den Idioten, sie sollen endlich ihr Kommando korrigieren. Haubitzenbatterie 100 links. Elfhebel Pratzke. Befehlshaben den General. Wärmen Sie sich an der Feldküche ein bisschen auf. Bei Ihnen in Konjens ist wahrscheinlich gemütlicher, hä? Weiß Gott, Herr Oberst. Wie viele haben wir? 100 EK1, 500 EK2. Der General hat wieder die Spendierhosen. Ist der Stoßtrupp zusammengestellt? Jawohl, Herr Oberst. Erlauben Sie, Herr Oberst. Hä? Feuer! Ich möchte um Erlaubnis bitten, den Stoßtrupp übernehmen zu dürfen. Zu früh. Herr Oberst. Na, endlich sind Sie drin! Da mi vrate. Naredi. Naredit ću, drugarice.
Hoću. Hvala ti, druže. Vratit ću ti Kosovo. Naredit ću. Hvala ti. Idi. Odlazi. Požurimo, drugovi. Brže, brže, trkom. Naprijed, idemo. Propuštajte, propuštajte. Napred, levo krilo. Pribate od desno. Sie dran. Drittes und viertes Bataillon fertig machen. Klar? Holzhausen! Ihre Jäger nach vorn. Verstanden? Panzer. Ich brauche Ihre Panzer. Das ist mir scheißegal. Glauben Sie vielleicht, wir haben hier keinen Schnee? Major Rainer, wenn Ihre Panzer nicht in 10 Minuten hier sind, komme ich persönlich zu Ihnen rüber und leg Sie um. Horst! Horst, jetzt sind Sie dran.
an! Wir kommen hier nicht weiter! Bringen Sie mir die Panzer! Jawohl, Oberst. Vorderste Linie. Los. Jawohl. Vorwärts! 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 Vorwärts schon! Vorwärts! Hier, Leutnant Horst, im Panzer 2. Alle Panzer vorwärts! Thank you.
servo, dottore. Amico. È inutile ormai. Michele! Maria! No, è troppo tardi. È finita per me. Riva, riva, riva. Va bene. Va bene. No, senti, per favore. Prendi questa lettera. Qui sul piastrino. C'è il nome, il cognome. È il mio indirizzo. Mandela. Mandala a mia moglie. Fallo per me. Stop, Bogart!
Nemoj, čuvaj se, molim te, brate, čuvaj. Za mnom! Naprijed, crna legio! Pitaj desno krilo, zašto mi se ne javljaju? Razumi. Slušaj, i ostale brigade neka mi se javljaju svakih pola sata. Razumi. Brže, momci! Sie an mit allem, was Sie haben. Die wollen nämlich weiter nach Norden, nach Bosnien. Und das müssen Sie verhindern. Ich verlasse mich da auf Sie, Grenzer. Hören Sie mal, Grenzer, ich habe Ihnen das noch nie gesagt, aber Sie wissen es wahrscheinlich selber. Sie sind mein bester Mann. Und Ihre Division ist mein bester Verband. Grenzer, reißen Sie Ihre Männer doch noch einmal nach vorn. Wenn Sie sich eingraben, haben Sie doch keine Chance. Gegenangriff. Grenzer, ich lasse Sie doch nicht im Stich. Verlassen. Ich schicke Ihnen die Gruppe Anaka und die Chetniks. Um Himmels Willen, warten Sie nicht, bis Sie da sind. Um alles in der Welt greifen Sie an. Grenzer! Sieht nämlich bei uns im Augenblick nur so aus, als sei die Lage schwierig. In Wirklichkeit sind Tito im... Er muss nach Norden. Und dabei läuft er Ihnen, Grenzer, genau vor Ihre Panzer und Maschinengewehre. Wir haben jetzt schon so vieles gemeinsam hinter uns gebracht, Grenzer. Ich rede zu Ihnen wie zu einem Kameraden und Freund. Alles hängt in diesen Stunden von Ihnen ab, Grenzer. Jawohl, Herr General. Gegenangriff. Ende. Wir gehen zur Verteidigung über. Aber Herr Oberst... Ich habe Sie nicht um Ihre Meinung gebeten, Hauptmann Schröder. Verteidigung. Eingraben, aufklären, Angriff der Partisanen abwarten. Bin ich verstanden worden, Hauptmann Schröder? Jawohl, Herr Oberst. Dann wiederholen Sie. Eingraben, aufklären, Partisanen abwarten. Und dieser Befehl wird ausgeführt.